Ja, willkommen zum nächsten C++ Tutorial. Diesmal geht es um Arrays. Und wenn ihr sagt, Arrays kennt ihr eigentlich schon, ja, stimmt natürlich, aber es geht primär auch um STD-Arrays. Das heißt, die Arrays, die in der C++ Standardbibliothek drin sind. Denn da gibt es tatsächlich welche und wir wollen uns mal anschauen, was für ein Problem die lösen, was man doch öfters mal hat. Und dafür möchte ich erstmal ein ganz normales Array erstellen. Das heißt, wir hätten jetzt ein Array, sagen wir mal, wir wollen Ints drin speichern. Im Endeffekt macht man da vielleicht was anderes rein. Zum Beispiel, was weiß ich mal, zum Beispiel im Spiel ein Array an Gegnern. Dann hat man zum Beispiel, wenn man das Ganze mit einer konstanten Größe machen will, kann man zum Beispiel sagen, okay, wir haben maximal 1000 Gegner gleichzeitig. Wir speichern uns das dann eben ab, okay, 1000 Gegner maximal. Und da hat man eben so ein Array. Wir in unserem Fall haben jetzt einfach nur 10 Ints. Das ist einfach nur ein recht simples Beispiel. So, also, dann wollen wir es mal durchgehen. Auch hier, ich mache einfach jetzt schon mal ein Size-T. Kann man später noch besser brauchen. So, erstmal wäre das jetzt hier relativ egal. Und jetzt sagen wir eben hier auch i kleiner 10. Das heißt, wir wollen alle durchgehen. Deswegen müssen wir bis zur 10 durchgehen, weil unser Array ist ja so groß. So. Und dann können wir jetzt hier eben noch sagen, okay, wir wollen ihn erstmal initialisieren. Das heißt, wir sagen Elements i gleich i zum Beispiel. Das ist ja immer ganz nett. Und dann können wir zum Beispiel, das mache ich nochmal in der eigenen Vorschleife, können wir die auch nochmal ausgeben. Und zwar dann Elements i und dann machen wir hinten dran nochmal ein Endline. Endline. So. Ja, geht erstmal. Es gibt natürlich ein paar unschöne Sachen. Ich führe es erstmal aus. Sollte es erstmal hier, ja, eben Zahlen von 0 bis 9, keine Überraschung. Ja, ein Problem, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir wollen es jetzt doch vergrößern. Zum Beispiel, okay, wir brauchen doch jetzt 2000 Gegner gleichzeitig. Dann können wir das hier erstmal machen. Das heißt aber, wenn wir das hier ändern, bringt es erstmal noch nicht so viel, weil wir müssen es auch noch hier ändern und hier ändern. Gut, hier ist es erstmal recht offensichtlich, aber in einem größeren Projekt kann man sich wahrscheinlich schon denken, wenn das noch über verschiedene Dateien verteilt ist, wenn wir auf das Array zugreifen, dass wir dann überall nach diesem Wert suchen müssen und den dann ersetzen müssen. Ist natürlich erstmal blöd, deswegen gibt es ja schon mal, wenn man es ein bisschen schöner machen will, lagert man das in eine eigene Variable aus. Die müssen wir konstant machen, damit das dann auch tatsächlich hier für die Initialisierung nutzen können. Sagen wir jetzt mal Size of Array. Dies jetzt auch mal gleich 10 und ersetzen das hier jetzt erstmal. Das heißt, wir machen hier die Size of Array rein, wir machen die hier rein. So, und wenn man das natürlich gleich am Anfang so macht, hat man natürlich hier diesen Schreibaufwand erstmal nicht mehr. Also man muss natürlich hier hinschreiben, aber dass man das jetzt umändern muss, denn jetzt können wir hier ganz einfach das erhöhen, zum Beispiel auf 20, können unser Programm neu ausführen und schon geht es bis 20. Also so können wir es jetzt schon recht einfach ändern. Aber wir haben dann immer diese Variable. Wenn wir dann zum Beispiel in der Funktion unser Array geben, müssen wir da immer noch unsere blöde Variable mit hinten ran schicken und so weiter. Ziemlich nervig auf die Dauer und hat dann immer noch einen weiteren Parameter und dann wird es irgendwann, wenn eine Funktion viele Sachen erwartet, dann wird die Parameterliste irgendwann ewig lang, weil wir für jedes Array nochmal die Größe davon mitgeben müssen. Denn und tatsächlich dieses Problem können wir lösen über das STD-Array. Ja, hat man sich jetzt vielleicht schon gedacht. Dafür, ich kommentiere das mal ganz kurz aus, da sieht man noch, wie es quasi vorher war. So, jetzt wollen wir hier erstmal kurz das Ganze inkludieren. Das machen wir einfach über include Array. So, ganz einfach. Dann sagen wir hier std Doppelpunkt Doppelpunkt Array. Und das Ganze hat noch einen Vorteil, denn es ist im Prinzip genauso schnell wie ein konstantes, also wie ein Array konstanter Größe, das wir hier erstellt haben. Das hat keine zusätzlichen Informationen und das ist tatsächlich schon mal das Interessante. Wir müssen jetzt hier zwei Dinge angeben. Es ist erstmal den Typ, in unserem Fall jetzt ein Int, kann man natürlich alles andere auch noch angeben, also andere Typen, je nachdem, was wir brauchen. Und dann die Size. Okay, wir wollen jetzt Size 10. Okay, nennen wir auch Elements. Schön. Also haben wir schon unser Array. Das Interessante ist jetzt, dass diese Zahl hier ist eine Compile-Zeit-Konstante. Das heißt, quasi wie beim Template, wird tatsächlich überall, wo wir dann später die Size davon nutzen, zeige ich auch gleich, wird es quasi dann bei der Compile-Zeit copy-pasted. Das heißt, es wird wirklich dort eingetragen und dadurch, wie schon gesagt, haben wir keine zusätzlichen Methoden oder sonst was, irgendwelche zusätzlichen Daten. Also wir haben schon zusätzliche Methoden, aber keine zusätzlichen Daten,
Das heißt, das Array ist immer noch gleich groß und hat immer intern immer noch ein Fixed-Size-Array. Das heißt, es ist auch immer noch gleich schnell. Also, von dem her, eigentlich super. Ja, deswegen gibt es eigentlich, muss ich persönlich sagen, gar nicht so viele Gründe, warum man noch mit den normalen Arrays arbeiten sollte, wenn man auch so eins verwenden kann. Denn es gibt sogar noch ein paar schönere Sachen, darauf möchte ich noch gar nicht eingehen. Das schauen wir uns in einem der späteren Parts an. Wir gehen jetzt auch hier mal ganz kurz durch, beziehungsweise ich kopiere mal ganz kurz das hier. Statt Size of Array sagen wir jetzt Elements.size. Und dann wollen wir es auch noch ausgeben. Machen wir das so und so. Geht es recht schnell. Und tatsächlich, hier sind wir wieder bei unserem schönen, guten, altbekannten Programm. Und wie gesagt, wir haben keinen zusätzlichen Platzverbrauch im Arbeitsspeicher oder ähnliches. Das läuft einfach genauso gut, genauso schnell. Und eben, wir können hier diese Syntax nutzen, indem wir die Size davon abfragen. Und das ist meines Erachtens wirklich ein großer Vorteil. Ja, warum nutzt man dann nicht einfach immer den STD-Array? Ja, wäre schön, wenn man das könnte. Leider oft werden immer noch die normalen C-Style-Arrays gebraucht. Und dann ist es immer so ein bisschen schwierig. Tatsächlich ein STD-Array, wie schon gesagt, ist im Prinzip genau dasselbe wie ein Standard-Array. Das heißt, man kann über spezielle Casting-Möglichkeiten tatsächlich auch das Ganze quasi entsprechend umwandeln. Aber das ist dann so ein bisschen unschön und deswegen, also wenn man die Möglichkeit hat, selbst es eben im eigenen Code zu verwenden, sollte man das, finde ich, machen. Also ist auf jeden Fall eine gute Idee. Aber das Problem ist eben, wenn eine Bibliothek oder ähnliches eben ein normales Array erwartet, dann sollte man sich doch überlegen, wie gesagt, man kann es theoretisch rumcasten und so ein bisschen komisches Zeug machen, aber dann ist es vielleicht doch nochmal einen Tick schöner, wenn man doch ein ganz normales C-Style-Array nimmt. Aber wie gesagt, wenn ihr selbst irgendwo ein Array speichern müsst oder ähnliches, dann könnt ihr euch auf jeden Fall überlegen, eben diese Schreibweise zu verwenden und diese Art von Array wegen den hier gezeigten Vorteilen. Eben, es ist eigentlich nicht wirklich langsamer, also eigentlich gar nicht. Es braucht nicht mehr Platz. Es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund, das nicht zu verwenden im eigenen Code. Von dem her, wie gesagt, also ab jetzt kennt ihr das Ganze und könnt es entsprechend auch verwenden. Und ja, ich würde sagen, die Vorteile liegen mehr oder weniger auf der Hand. Genau. Das wäre es für diesen Part tatsächlich schon. Das STD-Array ist, dadurch, dass es eigentlich genau dasselbe ist wie ein normales Array, nicht unbedingt, bekommen wir jetzt keinen besonders langen Part. Aber dennoch, denke ich, war es sehr wichtig, das gesehen zu haben. Und in den nächsten Parts werden wir uns auch noch weitere Container anschauen. Und so nach und nach möchte ich tatsächlich alle oder zumindest die wichtigsten Container mit euch durchgehen. Genau, das heißt, auch in Zukunft, die nächsten Parts werden vielleicht auch immer ein Tick kürzer. Nicht mehr so die 20-Minuten-Parts, eher ja, so 10 Minuten oder so. Dann werden wir eben Part für Part immer mal wieder einen Container anschauen. Genau. Dann würde mich natürlich freuen, wenn du in den nächsten Parts auch noch dabei bist. Und bis dahin, ich wünsche dir doch einen schönen Tag und ciao.